der Mexikaner. Heute gebe ich zum Abschied für alle ein Fest. Er ist bekannt wie ein bunter Hund, ob in Kitzbühel, Gröden oder Schladming. Die schwierigsten Rennen hat Hubertus von Hohenlohe bereits bestritten, und zwar seit 40 Jahren. Der mexikanische Staatsbürger möchte den Skisport in seiner Heimat bekannt machen. Die mexikanische Meisterschaft trägt er aber in Toblach aus. Dabei ist es nicht alles. Es ist eigentlich eine Überwindung, in dem zarten Alter noch Ski zu fahren. Ich wäre in einer Woche 60 und das ist eigentlich lächerlich, dass ich überhaupt noch fahre. Aber es ist einfach der Versuch, nicht alt werden zu wollen, um zu schauen, wie lange das geht. Radio Mexiko. Mexikaner finden sich auf der Tränkerpiste dann doch keine. Wir haben eigentlich nur zwei. Der zweite ist in Kanada und kann nicht kommen. Ja, stimmt. Und ich muss durchkommen, dass ich überhaupt der mexikanische Meister werde. Und habe auch vorher so einen Moment gehabt, wo ich so in die Stange rein drauf drüber gefahren bin. Also es war schon knapp, ob ich drin oder draußen bin. Begleitet wird der multikulturelle Prinz stets von seiner Ehefrau, die er am Rande eines Skirennens in Cortina kennengelernt hatte. In realtà io ho sempre seguito lo sci perché mio cugino Alberto Tomba. Ich habe den Skisport schon allein deshalb verfolgt, weil Alberto Tomba mein Cousin ist. Als dieser die Siege feierte, kam Hubertus erst mit hohen Startnummern ins Ziel. Er war dann oft beleidigt, weil ich nicht so lange ausgeharrt hatte. Ausharren musste heute niemand. Die Rennen waren bestens organisiert und brachten viel Farbe ins Pustertal. Wir haben da ein Fistrennen auf einer homologierten Trainingspiste. Und das sind 24 Nationen anwesend, insgesamt 83 Athleten, 50 Männer und der Rest Damen aus aller Welt. Auch ehemalige Skiprofis gaben der mexikanischen Meisterschaft ihre Ehre. Ich habe auch so umgehabt, habe mit den kleinen Fissrennen nach oben gearbeitet. Und die Tränkerpiste ist ein idealer Nährboden, um danach einmal groß rauszukommen und einmal vielleicht im Weltcup zuzuschlagen. Der wohl am weitesten angereiste Riesentorläufer kommt aus Osttimor. Auch er kämpft um FIS-Punkte. Meine Mutter ist aus Osttimor, mein Vater aus Frankreich. Er hat mir das Skifahren beigebracht. Trainieren tue ich in Rumänien. In den Sommermonaten lebe ich dann in meiner indonesischen Heimat. Bei den Damen waren bekannte Gesichter zu erkennen. Auch Resi Stiegler genoss das Trainingsrennen. Für mich sind diese Rennen sehr wichtig. Da kann ich mein Selbstvertrauen stärken. In den kommenden 6 Wochen werde ich noch auf verschiedenen Schneeformen trainieren, gemeinsam mit meinem gesamten Team. Am Ende wurde doch etwas Tequila gekühlt, damit wenigstens die inneren Temperaturen mexikanisches Niveau erreichen.